Fraktion der Kollege Martin Hess. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Antisemitismus in jeglicher Form, egal ob islamistisch, rechtsextremistisch oder linksextremistisch motiviert, ist inakzeptabel und muss mit aller Härte bekämpft werden. Wer das aber ernsthaft umsetzen will, der darf seine Augen vor der Realität nicht verschließen und der darf vor allem nicht aus ideologischen Gründen die völlig falschen sicherheitspolitischen Prioritäten setzen. Aber genau das haben Sie von den anderen Fraktionen alle, auch die CDU/CSU, in den letzten Jahrzehnten und vor allem dann ab 2015 getan. Sie haben sich ausschließlich auf den rechtsextremen Antisemitismus konzentriert und den durch Ihre verheerende Migrationspolitik erst verursachten, importierten islamistischen Antisemitismus einfach ausgeblendet. Schlimmer noch, Sie haben all jene, die ständig davor gewarnt haben, als Rassisten und Fremdenfeinde beschimpft. Und das Ergebnis Ihres Versagens sehen wir auf unseren Straßen. Schämen Sie sich alle. Es ist einfach unerträglich, wie in Deutschland als Reaktion auf den barbarischen Terrorakt der Hamas gegen Israel, der zweifelsohne aufgrund der exorbitant hohen Opferzahlen von über 1.400 Toten eine historische Zäsur darstellt, sich ein widerwärtiger islamistischer Judenhass bahnbricht. Und dass dieser Staat nicht in der Lage ist, einen solchen offen zur Schau gestellten Antisemitismus effektiv zu unterbinden, ist eine Bankrotterklärung. In Berlin kommen letzten Sonntag trotz Versammlungsverbot 1.000 Personen am Potsdamer Platz zusammen, um ihre Unterstützung für die Terrororganisation Hamas zu zelebrieren. Das ist völlig inakzeptabel und muss endlich konsequent unterbunden werden. Unsere Sicherheitsbehörden müssen ab sofort mit absoluter Nulltoleranz und maximaler Robustheit gegen solche Staatsfeinde vorgehen. Wer das brutale Abschlachten wehrloser Männer, Frauen und Kinder gutheißt, der hat in Deutschland nichts zu suchen und ist so schnell wie möglich abzuschieben. Dass die Ampelfraktionen diese alte AfD-Forderung jetzt übernehmen, ist ja für jeden erkennbar eine Reaktion auf ihre Wahldebakel in Bayern und in Hessen und damit hochgradig unglaubwürdig. Antisemitische Aufmärsche importierter Islamisten hat es doch nicht erst letzte Woche gegeben. Das gab es doch die letzten Jahre immer wieder. Auch damals haben sie harte Maßnahmen angekündigt. Und was ist passiert? Das sehen wir doch an der derzeitigen Lage so gut wie gar nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. In Berlin sind Häuser jüdischer Mitbürger mit dem Davidstern beschmiert worden. Ein jüdischer Fußballclub in Berlin stellt aus Sicherheitsgründen den Spielbetrieb ein. Nach einem Gewaltaufruf der Hamas bleiben jüdische Schulen und Kitas geschlossen. Und in Deutschland im Jahr 2023 wird vor dem Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit gewarnt. Diese untragbaren Zustände entlarven Ihre Bekenntnisse zu Israel und die von Ihnen geforderte maximale Härte des Rechtsstaates als pure Heuchelei. Sie haben beim Schutz jüdischen Lebens in Deutschland versagt. Und trotzdem weigern Sie sich auch heute wieder, die Hauptursache des Problems klar zu benennen. Und das ist und bleibt Ihre desaströse Migrations- und Integrationspolitik, die im Übrigen nicht nur für jüdische Mitbürger, sondern für uns alle verheerende Folgen hat. Schauen Sie sich die Höchststände bei den Gewaltdelikten, bei den schweren Sexualstraftaten oder bei der Messerkriminalität an. Sie holen die Feinde unserer Gesellschaft in unser Land, und das muss endlich beendet werden. Aber die Ampelkoalition ist dazu offensichtlich weder willens noch in der Lage. Solange Herr Nuripur von den Grünen und Frau Özegus und Frau Buchholz von der SPD Ämter im Beirat der deutsch-palästinensischen Gesellschaft innehaben, die der antisemitischen BDS-Bewegung nahesteht, solange der Bundeskanzler Verbote islamistischer Organisationen nur ankündigt, anstatt sie sofort umzusetzen und damit Islamisten warnt und Exekutivmaßnahmen erschwert, solange Grünenminister Özdemir die Bevölkerung auffordert, mehr Einsatz gegen Antisemitismus zu zeigen, während die Grünen, die eigentlich zuständige Polizei, schwächen, indem sie ihr ständig strukturellen Rassismus unterstellen, solange die Regierung Zehntausende Afghanen auf Staatskosten nach Deutschland einfliegt, deutsche Bürger aber für Evakuierungsmaßnahmen aus Israel pro Person 300 Euro zahlen müssen, solange die Bundesinnenministerin lieber Sondierungsgespräche in Hessen führt, anstatt den Islamverbänden in unser Land, die weder den islamistischen Terror noch die Solidaritätsbekundungen auf unseren Straßen klar verurteilt haben, endlich eine klare Anzeige
Ansage zu machen und sämtliche Fördergelder zu streichen, so lange kann diese Ampelkoalition nicht glaubwürdig importierten islamistischen Antisemitismus bekämpfen und wird weiter versagen. Und deshalb ist eines klar, wer jüdisches Leben in Deutschland effektiv schützen und unser aller Sicherheit endlich wiederherstellen will, der muss diese Ampel politisch abschalten. Je schneller, desto besser. Nächster Redner ist der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz, der Kollege Benjamin Strasser.